Ganz herzlich begrüße ich Herrn Dr. Daniel Koller, Head Management Team der BB Biotech AG, zum Interview anlässlich der Publikation der Quartalszahlen per 30. Juni 2013. Herr Koller, der Biotech-Sektor ist äußerst erfolgreich ins 2013 gestartet. Konnte sich die starke Performance auch im Jahresverlauf fortsetzen? Man kann in der Tat von einem sehr erfreulichen Halbjahr reden. Der Sektor ließ den Breitenmarkt um fast 20% hinter sich und stieg um 26,7% in US-Dollar. Auch im mittel- bis langfristigen Vergleich überzeugt Biotech. Die vorrangig in den USA domizilierten Unternehmen machen große Fortschritte, sei dies in der Entwicklung oder der Vermarktung von Produkten. Dies widerspiegelt sich in den Aktienkursen. In unserem Portfolio haben gleich drei Unternehmen eine Marktzulassung für ihr Medikament erhalten. Das sind eindrückliche Performancezahlen. Was bedeutet dies aber für die Bewertung des Sektors? Ich mache mir bezüglich der Bewertung wenig Sorgen. Trotz der Kursavancen in den vergangenen 2,5 Jahren bewegen sie sich auf einem gesunden Niveau. Dies belegt das derzeitige Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 22 in Kombination mit einem geschätzten durchschnittlichen Gewinnwachstum für die Jahre 2013 bis 2017 von über 20%. Nach wie vor spielen drei Performance-Treiber eine zentrale Rolle. Die Veröffentlichung erfolgreicher klinischer Studien im fortgeschrittenen Stadium, die Marktzulassung innovativer Produkte und die stabile Geschäftsentwicklung in Verbindung mit ausgezeichneten Wachstumsaussichten. Dazu kommen M&A-Aktivitäten, die sich positiv auf den Sektor auswirken. Derzeit verhandeln zum Beispiel gleich zwei unserer Portfoliogesellschaften über strategische Lösungen in diese Richtung. Also nach wie vor starke Wachstumstreiber. Wie hat sich die BB Biotech-Aktie im ersten Halbjahr entwickelt? Wir sind zufrieden mit den ersten 6 Monaten. Der Aktienkurs von BB Biotech performte um rund 2,9% besser als der Vergleichsindex NBI. Zahlreiche unserer Portfoliounternehmen veröffentlichten solide Erstquartalszahlen, darunter Celgene, Alexion und The Medicines Company. Im zweiten Quartal legte unsere Aktie nicht mehr ganz so stark, aber immer noch um 6,4% in Schweizer Franken zu. Seit Anfangsjahr stehen wir jetzt bei 33,8%, wobei ich die Barmittelausschüttung von Schweizer Franken 4,50 pro Aktie mit berücksichtige. Erfreulich ist, dass sowohl unsere Kernbeteiligungen als auch die kleineren Positionen überzeugten. Der innere Wert hat sich sogar um 40,4% in Schweizer Franken erhöht. Das sind beeindruckende Ergebnisse. Jetzt möchte der Aktionär natürlich wissen, wie es weitergeht. Wie ist BB Biotech für die nächste Zukunft positioniert? Positiv wirkt sich auf BB Biotech unter anderem die Expansion des Multiple-Myelom-Markts für Onyx und Celgene aus. Im Mittelpunkt stehen die Medikamente zur Behandlung von Patienten mit relapsiertem oder refraktorischem Multiple-Myelom. Wir rechnen in den nächsten Monaten mit der Präsentation wichtiger klinischer Studienergebnisse, welche eine große Rolle für die Behandlungsansätze dieser Erkrankung spielen werden. Mit großer Spannung warten wir auf die Lancierung von Sofosbuvir zur Behandlung von Patienten mit einer chronischen Hepatitis C-Virusinfektion. Die Markteinführung von Sofosbuvir dürfte eine der erfolgreichsten überhaupt im Sektor werden. Zudem haben wir 4 neue, kleinere Investments getätigt. Dazu zählen Alnylam im Bereich RNA-basierter Medikamente, Infinity im Bereich Hämatologie, Synergiva im Bereich der Enzymtherapie und Trius, welche ein Antibiotika entwickelt. Wir können also weiterhin mit spannenden Updates aus dem Portfolio rechnen. Inwiefern ist im zweiten Quartal die Investitionsthese nicht aufgegangen? Im Allgemeinen konnte man bereits im Mai und teils im Juni eine erneute Verunsicherung unter den Anlegern feststellen, was sich auch in einer gestiegenen Volatilität im Biotech-Sektor bemerkbar machte. Dies ist vor allem auf makroökonomische Faktoren zurückzuführen. Auf Unternehmensebene gab es bei Idenix eine Verzögerung in der Entwicklung ihres Produktekandidats für die Behandlung von Hepatitis C. Die US-FDA verlangt zusätzliche Daten zur Sicherheit des Produkts, was den Start von Phase 1-Studien herauszögern wird. Zum Schluss, Herr Koller, wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung des Sektors ein? Wir sind überzeugt, dass sich die positive Tendenz im Sektor fortsetzen wird. Dafür sprechen die zahlreichen anstehenden Meilensteine der Unternehmen.
Einerseits ist unser Augenmerk auf die Lancierung von Sofosbuvir von Gilead gerichtet. Zum anderen erwarten wir von Actelion wichtige News zu Opsumit und Selexipag zur Behandlung von pulmonarer arterieller Hypertonie. Darüber hinaus wird Celgene Auskunft über die Vermarktung von Pomalyst zur Behandlung von Multiple Myelom und Apremilast zur Behandlung von Entzündungskrankheiten geben. In Anbetracht der soliden Fundamentaldaten bleiben wir auch für die zweite Jahreshälfte unverändert positiv gestimmt. Herr Koller, herzlichen Dank für das Gespräch.